ist wohl das Alter, wird bei mir gesagt, dass bei dir alles verschwimmt. Aber es ist ja nicht. Pia ist ja jung und stark und Sohn Gottes. Naja. Der Sohn Gottes erstmal als Pfähler loslegen würde, war vielleicht auch nicht ganz so geplant von manchen Leuten. Gut, ich habe versucht, meinen Lehnsherrn dazu zu bringen, dass er mir ein Gebäude, also quasi ein Besitztum baut in einem meiner Glaubensdingsterbumsters und er hat es abgelehnt. Müsste beim Eifer-Religionsmenü dabei stehen. Ah, lass mich mal gucken. Religionsmenü, Eifer. Jüngste Änderungen. Da steht aber nicht dabei, wann es wieder geht. Da stehen nur die jüngsten Änderungen dabei. Warum ist bei dir so ein Wind? Das nennt sich Ventilator. Hallo Kiba. Es wird halt Zeit, dass wir uns Jerusalem holen, also... Carthago delendam esse. Das sagst du aber jetzt so in jeder Ratssitzung. Es wird halt Zeit, dass wir uns Jerusalem nehmen. Nebenbei als Schlusssatz immer. Ja, aber es ist ja auch so, oder? Also. Ich weiß ja, als beim letzten Durchlauf, wo ich in Jerusalem gespielt habe, dass es eine unglaublich reiche Stadt ist. Deswegen bin ich als treuer Christ absolut auch dieser Meinung. Ich würde diese Katholika gerne ausbilden lassen, wenn das für dich okay ist. Außer du hast selber jemanden, der... Ja, am besten beim Papst. Achso, möchtest du sie beim Papst direkt ausbilden? Weil der ist voll, glaube ich. Verdammt. Aber ich habe einen guten gelehrten Arzt, bei dem sie lernen kann. Ja, das ist doch auch was. Ich habe eine Anfrage geschickt. Großartig, dann wird sie vielleicht etwas. So. Wie lange braucht das noch, bis diese Burg ausgebaut ist? 21 Monate, das geht doch relativ schnell gerade. Das ist doch was. So, und jetzt ist halt wirklich die Frage, wann stirbt dieser Lehnsherr, den ich habe? Der hat halt 8400 Mann, like. Er ist echt stark, ja. Das ist auch ein riesiges Königreich. Ja, das ist auch einfach frech, also. Aber warum willst du, also, ich meine, warum willst du denn überhaupt? Ich kann mich nicht ausbreiten. Ja, aber ist das denn notwendig? Ich möchte König werden. Damit meine Söhne auch Könige sind. Ich bin Gottes Sohn, ich sollte König sein, ich sollte Kaiser sein. Ich bin nur zu dumm, um das umzusetzen. Hm? Das bitte klippen, lieber Chat. Ja, aber ist doch so. Das stimmt, er ist unersättlich, es passt. Ja, du hast absolut recht. Ja, nee, bin ich voll bei dir. Da war ein Bauernaufstand, wie kommt das denn? So, ich werde meine Schwester... in einer Großzügigkeit, wie ich sie jetzt habe, mit nach 13 Jahren aus der Haft entlassen. Der Papst fällt auch nicht wirklich auf mich rein. Weil sie jetzt 50 Jahre, Alter, die sieht fix und fertig aus, ey, holy shit. Die war vielleicht mal schön, aber jetzt ist sie unterernährt und wahnsinnig und hat Liebespustel. Ich kann ihm keinen Kriegesorden anschließen lassen. Flehen, Judith. Das wird nichts mehr. Dann musst du ein Gelübde abschließen. Dann gibt es keine andere Wahl für dich. Das tut mir sehr leid, aber einen anderen Weg gibt es nicht.
Ich hätte dich als Bastard legitimiert, wenn du in einem Kriegerorden gekämpft hättest, aber du hast dich ja geweigert, also wurdest du jetzt ein Mönch. Das ist tatsächlich sogar ein Kind, das was kann, ne? Bildung 12, Verwaltung 15, Diplomatie 10. Von sowas können meine Kinder nur träumen. Sind meine Kinder eigentlich? Sancho der Goldene ist ganz okay. Oh. Wäre doch nicht großartig. Das Privatgemach ist kaum erleuchtet und Nunzio und ich sind aneinander gedrückt. Unsere Lippen berühren sich fast. Fast. Die nächtliche Luft ist kühl, doch ihre Haut ist siedend heiß und ihr Atem geht kurz und heftig. In wohl denkbar schlechtestem Augenblick kommt mein Ratspitzel Bürgermeisterin Leodigunda recht erbost in den Raum. Herzog, wir müssen mal meinen GMO. Ich wusste nicht, dass ihr Gesellschaft habt. Ich kann jetzt mit beiden schlafen. Beiden? Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit ist bei 77%, dass beide angepisst sind auf mich, wenn ich das mache. Aber du bist unersättlich. Ja, aber... Du musst es eigentlich probieren. Ich muss es eigentlich probieren, ne? Ein unersättlicher Charakter würde sagen, warum mit einer Person schlafen, wenn ich auch zwei haben kann? Außerdem bin ich Gottes Sohn. Ist nicht die ganze Erde, geht hin und mehret euch und so? Sie fanden es nicht toll. Ah, schade. Das tut mir etwas leid. Nein, tut's dir nicht. Nee. Hallo Spider-Warrior. Ich werde ein paar Bauern schlachten, habe ich wieder ein paar muslimische Gefangene? Bestimmt. Schade. Ruf versaut. Ja, die haben jetzt sich ein bisschen drüber echauffiert, aber ernsthaften Ruf versaut habe ich mir nicht dadurch. Meine Frau hat es nicht mitbekommen. Meine Mutter, meine Frau. Der falsche Versprecher hier. Großartig. Ja. Ich sag dazu gar nichts. Du weißt, kennst meine Position dazu. Ich habe dabei gerade ein einjähriges Kind verbrannt. Das wollte ich nur so nebenbei. Das ist auch, da sehe ich mich sehr unschuldig daran, wenn die Muslime sich alle friedlich unterwerfen und Tribut zahlen würden, wäre ich ja nicht dazu gezwungen. Du bist also unschuldig in dem Bereich, natürlich. Ja, klar. Also das, Ach, meinem Lehnsherrn wurde ein Krieg erklärt. Wo? Oh, na, dann werden wir uns da ja mal wieder gegen Emir Yahya den Zweiten. Oh, das wird krass. Das sind ungefähr gleich viele. Vielleicht kann ich da ja opportun irgendwo richtig schäbig irgendwo reingrätschen, um meinen eigenen Profit zu erhöhen. Ich habe mich tatsächlich angedingster bumstert, weil... Vielleicht kann ich auch bei Emir Yahya rein. Ich muss ja nicht bei deinem Lehnsherrn rein, aber wenn zwei mächtige Reiche streiten, freut sich der schäbige, gierige Opportunist. Ein Typ kann halt beim Papst bei der Beeinflussung wirklich einfach nicht über seinen Schatten. Er kann auch nicht mal sagen, dass Italiener anständige Menschen sind, weil er einfach Katalanen besser findet. So, wo ist er denn jetzt, der Emir? Wer kämpft hier gegen wen? Das ist doch der. Nee, dieser Krieg ist das. König Fernando gegen... Ach, gegen ihn hier. Okay, der ist leider ein bisschen weit weg. Mit wem? Wer ist da noch drin? Ich glaube, mittlerweile holt Maurice auf, was Boshaftigkeit angeht. Ja, die Begriffsstutzigkeit, die bremst mich ein bisschen. Den hier könnte ich jetzt richtig, wenn der in diesem Krieg ein bisschen Truppen verliert. Emir al-Safir ibn Yahya. Da könnte ich... Was kann ich dem für einen Krieg reinwürgen? Alter, ich kann ihn komplett... Nee, er hält zu viele Grafschaften. Ich hätte es geil, wenn ich ihn komplett vassalisieren könnte. Ich kann leider nur den Ringenkonflikt machen. Aber gut, der gibt mir zwei Grafschaften. Wenn er jetzt noch ein bisschen hier... Lasst uns mal sehen, wie dieser Krieg verläuft. Alter.
Ich kann witzigerweise dem Krieg nicht mal beitreten. Den ich gerade da mitführe? Ja. Ja, das wird ein richtig unangenehmer Krieg werden. Da oben sind 7600 Mann. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Der hier wird jetzt dadurch geschwächt. Und das ist gar nicht gut. Ausreichend geschwächt ist. Lasst uns mal noch ein bisschen die Armee verbessern derweil. Vor allem, der führt halt, glaube ich, einen Krieg gegen das ganze Königreich, ne? Das heißt, ich habe ein richtiges Problem, wenn die das gewinnen, weil ich ja da drin mit drin hänge in dem Königreich. Und dann wirfst du einem Muslim Untertan als Sohn Gottes. Aber der wird mich ja sofort denunzieren. Also der wird mich ja sofort einkerkern. Und mir dann meine Rechte aberkennen. Also mein Spielstand ist dann wahrscheinlich RIP. Ich glaube nicht, dass ich da rechtzeitig noch reagieren kann, weil wir leider auch einfach in der hohen Lehnsautorität die ganze Zeit drin sind. Das heißt, er kann mir einfach Sachen aberkennen. Ja, aber aktuell läuft es ja gut, der Krieg. Oder? Ja, aber du siehst die Armeen da oben nicht, die da oben rumlaufen. Ja, aber ihr habt eigentlich gleich viele Leute. Ja, aber es ist KI. Deiner hat ja auch richtig viel. Der nimmt gerade meine Gebiete da oben ein und der Dude von mir rennt einfach nur rauf und runter. Das stimmt. Aber jetzt lass mal hier schauen. Ich meine, so ein bisschen Opportunismus derweil hier von mir. Du kannst den Emir ja auch angreifen, eigentlich in der Zwischenzeit. Ja, das mache ich jetzt nämlich auch. Das ist alles eine schwierige Geschichte. Soll ich jetzt meinen Typen, mein Erbe hier, ich mache mal kurz Pause, das ist nämlich für später relevant. Das kommt alles auf dem Anwalt-Channel, ja. Er ist ein religiöser Eiferer. Jetzt kann ich ihm sagen, es ist gut, Freunde zu haben, dann wird er gesellig. Ich kann ihn auch gierig machen. Merkt euch, welch wahrer Wert in den teuren Symbolen der Macht liegt. Oder ich habe gesehen, wie ihr dieses Dienstbotenkind angeschaut habt. Dann wird er lüstern. Ich überlege gerade, was lustiger wäre, wenn er gierig oder lüstern wäre. Aber ich glaube, wir brauchen den Übergang. Er muss noch gierig sein. Er bleibt ein Eiferer, aber er wird gierig. Und dann wird er ein gieriger Eiferer nächstes Mal. Weil ich würde ihn so erziehen. Ich würde ihn ja erziehen so. So, und ich werde jetzt diesem Emir hier was reinwirken. Komm. Es ist fürwahr eine goldene Gelegenheit. Dankeschön, Blattigel. Vielen Dank für die 14 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Lüstern wäre witziger, aber gierig ist goldener, wird geschrieben. Das stimmt, er heißt ja Sancho der Goldene. Er muss natürlich gierig sein. So, die Armee kriegen wir jetzt hier gleich. Das ist der Hammer. Ah, ich habe jetzt aber auch Gott sei Dank Verlagerungsgeräte, ey. Also ich glaube, das wird eigentlich letztlich gut laufen. Wenn ich jetzt diesem Emir hier richtig gut ablenke, kann der sich, also entweder verliert er jetzt hier Schritt für Schritt sein Land, oder er muss zurück und kann dann bei eurem Krieg nicht helfen. Ja, ich hoff's. Ich hoffe es wirklich. Jetzt kommt er hier auch so in einzelnen Armeen, ey, das ist großartig. Geil, genau, komm hier rein. Wie viel Armee hast du denn? 800 Mann, 6000, 7000. Da oben kommen 7000 Mann auf dich zu, ne? Aha. 7500. Siehst du das? Für wahr! Ja, ja. Aber ich meine, wir haben ja auch noch sehr viel Geld. Okay. Manchmal ist es Geld, das alle Probleme löst. Hallo, Pottero. Und du würdest dieses Geld wirklich ausgeben?
Was soll das denn jetzt, Pia? Ich tue das hier für dich gerade. Nein, du tust das, weil du opportunistisch bist. Ja, das stimmt. Deswegen. So, Leute, hier voll rein. Lüge nicht. Der soll jetzt hier ruhig seine Truppen alle nacheinander verheizen hier. Das wird spannend hier. Kommt, ist er jetzt immer noch bei dir da auf der rechten Seite? Sagst du mir, falls, also bevor warte, der... Warte mal kurz pausieren, ich habe jetzt hier gerade einen Sohn, Moment, das war jetzt gerade... Ich habe hier gerade einen Sohn. Bei mir sind hier 7000, sogar mehr noch. Okay, ich wusste nicht, dass die so viele hatten. Dass es mehr als bei dem angezeigt wurde. Es kann sein, dass es sogar ein bisschen problematisch wird. Aber mal schauen, vielleicht kriegen wir auch die Templer nachher noch. Wie nenne ich den dritten Sancho? Wir hatten schon der Prächtige und der Goldene. Sancho, der Luxuriöse. Wenn man Geld ausgibt, um Menschen zu töten, die mehr Geld haben, nennt man das eine Investition. Danke, Chat, für diese Weisheit. Ja, das ist wirklich wahr. Wenn du mich darüber in Kenntnis hältst, wann diese 7000 Mann bei dir verschwinden, würde ich in der Zwischenzeit deine Hauptstadt einnehmen. Ja, ich glaube, die verschwinden nicht. Oh, ich habe hier gewonnen. Weg, weg, weg. Geil. Unsere KI macht tatsächlich was Sinnvolles oben. Mit den 8500 Mann wird gerade der Rest von seiner Armee aufgerieben. Da fallen jetzt nochmal 5000 Mann und ich habe in der Zwischenzeit unten noch ein Gebiet gleich eingenommen. Also das wird gleich richtig schön ausgehen. Das sieht tatsächlich schön aus. Wer hätte das gedacht? So, jetzt haben hier halt diese, haben wir hier sehr große Armee. Mal ein bisschen meine Truppen aufteilen. Ach, mein Kind hat Hochdeutsch gelernt. Immerhin vergisst das erstmal hoffentlich noch keine Sprachen. Ey. So eine Schlacht so knapp einfach gewonnen. Das war der Hammer. Lass mal derweil schauen, ob man hier nicht irgendwie noch ein Bündnis bekommen kann. Nee, nicht mit irgendwelchen Muslimen. Okay, leider gerade kein gutes Bündnis verfügbar. Woher hat dieser Typ auch so viele Leute auf einmal? Da sind auch, glaube ich, Söldner dabei. Ja. Moment, eines von meinen Blagen will irgendetwas. Und ich glaube, er hat einen neuen Sohn bekommen einfach, ne? Bei dir war das. Genau, genau. Ja, ich sehe schon. Hier ist mein Anführer, ne? Okay, jetzt kommen sie hier an mit ihren 9000. Das ist ein bisschen suboptimal. Weißt du wolltest meine Töchter nicht haben, weil sie nur stattlich sind und nicht wunderschön, aber gibst dich bei deinem Erben mit einer nur schlauen, die nicht mal schön ist, zufrieden? Nee, das ist ein guter Punkt, dass du das sagst. Das wollte ich eh brechen, das Verlöbnis. Weil da auch kein Bündnis mehr ist. Ich habe Elvira Isaxes, die ist perfekt für dich. Ich sag es dir. Die ist nur hübsch, aber die ist dumm. Stutzig. Die macht viele Babys, die ist dumm. Ja, ich will schon eine wunderschöne. Nee, aber auch keine 39-Jährige. Ja, dann such deine 39-Jährige. Berchte von Lenzburg. Wunderschön, sadistisch, arrogant, ehrgeizig. Die ist perfekt. Besser geht's ja gar nicht für Sancho den Goldenen, den gierigen, religiösen Eiferer. Das ist die Ehefrau meiner Träume. Das ist die perfekte Frau für Sancho den Goldenen auf so einem Kreuzzug nach Geld, Macht und religiösem Wahnsinn. Oh, wundervoll. Das ist besser geht's gar nicht. Mit der an meiner Seite, Chat, werde ich Großes tun und Großes erreichen.
So, hier haben wir ein bisschen so ein Mexican Standoff. Wie läuft der Krieg an eurer Front? Wir haben basically gewonnen, sind auf 100%. Er muss nur noch einreichen quasi. Hier ist so ein bisschen nervig, weil der Typ sich so viele Leute geholt hat. Ich stürme hier jetzt gerade noch in der Hoffnung, dass ich mir die 31 Gold noch holen kann, bevor er den Krieg beendet. Mal gucken, ob sich das ausgeht. Oh, Sancho der Luxuriöse ist sogar stattlich. Ich habe endlich mal jemand Schönes in meiner Dynastie. Ich bin ja begeistert. Warte mal, oder wir hier mal. Mir wird so viel Geld geschenkt die ganze Zeit, ey, das ist wundervoll. So viele Geldgeschenke. So, dann haben wir hier auch noch gewonnen. Das ist wundervoll. Wie komme ich jetzt hier? Wir können derweil mal zumindest das hier oben uns holen. Um ein bisschen Fortschritt zu machen. Wie komme ich hier an einen Punkt? Ach ja, willst du jetzt nicht noch ein bisschen Rache nehmen und hier den auch noch ein bisschen verprügeln? Wen? Den Muslim hier. Also ehrlich gesagt muss ich meine Armee gerade erstmal ein bisschen erholen. Ich mache gerade ja, statt 8 Gold, mache ich nur 3 gewinnen. Das ist nicht so gut. Oh ja, das ist suboptimal. Ja. Mein Herrscher, mein Sohnemann, mein Erbe ist ein schwieriges Ergebnis geworden. Warum? Ich wollte ihn eigentlich kriegerisch erziehen. Er hat eine Kriegsführungsausbildung und bis jetzt ist er zufrieden, schüchtern, einsiedlerisch und begriffsstutzig. Aber er hat, dem habe ich doch meine Tochter gegeben. Ja, der wird auch erben, auf jeden Fall, aber... Also ich werde meine Söhne nicht los, so. Das ist mein Charakter, würde das nicht machen, das passt nicht. Das ist nicht der Stoff, aus dem große Eroberer gemacht sind, das muss ich zugeben, ja. Nicht zwangsweise. Tempelritter kriegen könnte, aber die sind inzwischen deutlich teurer geworden. Und ich habe keine 100, 250 Frömmigkeitspunkte. Schwierige Situation ist das hier. Affären haben wir auch keine funktionierenden. Das ist alles schwierig. Funktionierend. Ja, die wollen mich ja alle nicht. Das ist eine gute Definition einer funktionierenden. Ist es überhaupt noch eine Affäre, wenn die Person dich nicht will? Für meinen Mann zählt das als Affäre, ja. Der hat das Ego von einem ganz klassischen männlichen Herrscher. Ah, okay, verstehe. Kennt ihr den mit dem Herzog auf dem einfachen Knecht her? Er geht so, plappert mein Hofner Kinga fröhlich vor sich hin. Mein Gesicht ist schon ganz rot und mir laufen vor lauter Lachen die Tränen über die Wangen. Wo nimmt sie nur diese ganzen Witze her? Sie ist urkomisch. Vielleicht gehe ich lieber in die Arbeit zurück, bevor ich mich noch totlache. Ich kann jetzt noch einen Witz erzählen lassen. Und ich habe eine einprozentige Wahrscheinlichkeit oder Chance, dass ich daran sterbe, dass sie mir einen Witz erzählt. Ich kenne das, aber dein Typ ist unersättlich. Er würde einen weiteren. Das habe ich auch gerade angeklickt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe so viel Angst gerade. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Wo ist das Pop-up? Ich kann aber auch nichts mehr umstellen bei dem Spiel gerade.
Bist du, funktioniert bei dir noch alles? Ja. Ah, jetzt. Also ich glaube, ich hatte ein kleines Async. Aber ich habe keinen Pop-up bekommen bis jetzt. Och, meine Schwester Juliana ist verstorben. Welche war das denn? An ihren Verletzungen im Alter von 45 Jahren gestorben. Ach, meine jüngere Schwester war das. Mit 45, das ist ja schade. Und Cecilia ist eingesperrt. Und dem Tode nahe. Unterernährt, besessen, im Kerker. Was hast du denn angetan? Ich hab die nicht. Du Monster. Die ist bei wem anderen. Ich hab die nicht. Die ist bei Herzog, die ist in England eingesperrt. Dafür kann ich nichts. Aber meine Schwestern sind gestorben. Meine Halbschwester ist gestorben unter mysteriösen Umständen. Meine Familie stirbt irgendwie vor sich hin. Das ist sehr sad. Du klingst wirklich sehr sad. Ich gebe zu, übrigens, ich cheese gerade die KI ein bisschen. Ich weiß, dass die lange braucht, um meine Ländereien zu erobern. Dankeschön, Chat. Und ich sehe halt zu, wie ihre unterversorgte Armee langsam verreckt, bis ich sie besiegen kann. Wundervoll. Ah, ich bin offensichtlich nicht gestorben. Na, Gott sei Dank. Ich weiß auch nicht, warum der 12.000 Mann hat. Wo kommt das denn her? Ach, er hat noch mehr Söldner geholt. Ja, das ist ein bisschen schwierig. So. Aus alter Tradition heraus. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Ja, Krieg. Oh, aber das ist gerade mega gut. Wenn ich jetzt... Kann ich jetzt noch... Jetzt habe ich gerade den Glauben bekommen für die Tempelritter. Wenn ich sage, komm, Kreuzzug, kriege ich ja Glaubenspunkte. Und jetzt noch ein bisschen und dann kriege ich die Templer. Und dann bin ich diesen Schurken hier überlegen. Wie perfekt. Wir gehen ins Sultanat von Arabien. Oh, ich bin gespannt. Krieg, 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 das finde ich großartig. Warum kann ich meine direkten Kinder nicht quasi als Begünstigte auswählen? Das weiß ich nicht, nach welchen Regeln Begünstigte. Ich kann auch nur eine Nichte nehmen. Sind sie vielleicht noch zu jung? Müssen sie vielleicht mindestens 16 sein? Nee, du kannst keine Kinder nehmen, das ist schon so. Ich weiß nur nicht genau, nach welchen Regeln. Also man kann keine Kinder nehmen, ne? Ich glaube nicht, nee. Okay, dann liegt es daran, dass meine Kinder zu jung sind. Das ist natürlich schade. Auch meine Frau ist nochmal schwanger geworden. Langsam wird es mir ein bisschen zu viel. Oh! Warte mal kurz, bin König Sancho der Gerinste ist gestorben. Du wurdest ermordet. Das ist gerade so optimal. Das ist richtig scheiße gerade. Weil ich jetzt gerade... Ja, ich werde von meinem Ross gezogen. Ich bin ja gerade in diesem Krieg und hatte gerade jetzt 2 Glaubenspunkte zu wenig, um die Templer noch zu rufen. Und jetzt habe ich halt die Glaubenspunkte von dem Neuen. Ja. Das ist richtig übel gerade. Das fickt mich jetzt richtig weg. Holy shit. Du könntest ja immer noch meine Tochter heiraten. Das stimmt, das stimmt. Das ist absolut richtig. Du könntest immer noch meine Tochter heiraten, dann hättest du 3.700 Mann, die an deiner Seite kämpfen. Wie schamlos, Pia. Wie schamlos. Rächt meinen Tod, meine Erben, sage ich noch. Das ist auch nicht so geil, weil jetzt ein bisschen das Reich aufgespalten wird. Ja, du wirst ein bisschen Krieg führen mit deinen Brüdern, vermute ich mal. Also, die sind alle schon im... Die sind schon weiter in meinem Reich, weil ich ja der König bleibe. Aber ich habe jetzt halt mega viele von meinen Grafschaften verloren. Alter, ist das... Das ist jetzt gerade wirklich zu einem ungünstigen Zeitpunkt passiert. Holy shit. Er ist ja auch noch nicht mal erwachsen. Er ist ja 15. Mein Chat sagt gerade, wie war das vorhin nochmal? Du hast nur 60 Gold, naja, dafür bewegen sich meine Truppen nicht. Ja, ich würde mal sagen, das ist jetzt ein Touché, ne?
Ja, ja, absolut, das, absolut. Man erntet, was man sät, Maurice. Ja, 100%, 100%. Sancho der Goldene. Ja, ja. Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich hier jetzt kapituliere? Dann muss ich, glaube ich, Geld Wir zahlen. Einfach lieber kapituliert, als meine Tochter zu heiraten. Das ist furchtbar. Ich habe ja jetzt, schon die sadistische, arrogante, ehrgeizige, wunderschöne. Hm? Die will ich halt auch nicht loswerden eigentlich. Die ist halt... Das ist schade. Berchte von Lenzburg ist mein Augenstern. Ja, weil du an so erbärmliche Dinge wie Liebe denkst, glaubst. Ja, ja. Das kam jetzt wirklich... Sehe ich, wer schuld ist? War es einer von diesen Dankeschön, muslimischen Jesse. Halunken? Also meiner ist natürlich jetzt... ist ja ein religiöser Eiferer, er ist überzeugt, dass es einer von den Muslimen war. Ja, steht ja auch dabei, wer es war. Scheich Abu al-Qasim ibn Yusuf. Wo bist du? Das ist der da hier. der Typ, der mein... Das ist, glaube ich, immer noch der gleiche. Das ist der Elfjährige von vorhin. Glaube ich. Oder? Ist das immer noch der gleiche? Der ist 41. Der meinen Großvater in den Bankrott getrieben hat? Wo ich dann den Krieg geführt habe? Ist das immer noch der? Weiß das jemand, Chat? Das war halt schon der, oder? Der Dude hat einfach, also... Ich hab dem ja alles genommen. Der hat nichts mehr. Ja, Verbündete hat er noch, die heftig sind, aber that's it. Dankeschön, Kasagoshi, für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Geich Abu al-Qasim! Du Geißel meiner schlaflosen Nächte! Es ist wirklich der Chat bestätigt ist. Oh, ist das sad. Das ist echt bitter. Das ich hab ist dich doch. Echt bitter, ey. Dreimal habe ich ihn im Schach geschlagen. Ich habe ihm all seine Ländereien genommen. Ich habe ihn geknechtet und gedemütigt. Und ja, jetzt vermutlich das. Liegt's daran. Die Nemesis der Sanchos wird geschrieben im Chat. Ja. Ja, das ist jetzt echt ein Problem. Ja, ich würde sagen, das ist doch auch ein guter Cliffhanger, wo wir vielleicht für heute ist, weil ich sowieso in 10 Minuten aufhören müsste. Bevor wir jetzt hier, der neue Kreuzzug hat begonnen. Die Sancho-Dynastie zerbricht. Mein ganzes Einkommen, ich kann jetzt mein Militär auch gar nicht mehr leisten, das ich hier habe. Ich habe jetzt minus 20 auf einmal. Das ist echt ein Dilemma bei dir gerade, ne? Das ist eine Katastrophe. Das kam jetzt wirklich zum allerblödsten Zeitpunkt, ey. Vor allem 2 Glaubenspunkte, bevor ich die Templer anheuern konnte. Ich habe extra gerade halt noch davor mit dem den Kreuzzug akzeptiert, um die Glaubenspunkte für die Templer zu kriegen. Und jetzt kommt er hier, der hat halt mit seinen Söldnern hier, mit seinen 12.000 Mann, die er hat. Aber Sancho der Goldene sieht halt so glücklich aus. Deswegen sehe ich halt das Problem nicht dabei. Ja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Also. Der ist einfach. Der lächelt so viel. Er sieht nicht so klug aus beim Lächeln, aber er sieht glücklich aus. Oh, ist das schön. Das ist schlimm, Pia. Womit habe ich das verdient? Außer damit, dass ich die ganze Zeit Leute gefoltert habe. Jut. Leute, zum Abschluss müssen wir jetzt nochmal im Chat. Wer war diesmal der Schlimmere? Oder die Schlimmere? Das hast du eindeutig gewonnen dieses Mal. Ich war einfach nur ein Trunkenbold. Mein letzter Charakter war böse, aber mein jetziger Charakter ist einfach nur ein Trunkenbold. Also das hast du dir verdient, einfach diese Runde. Ich finde es schön, wie ich vor dem absoluten Abgrund meiner Dynastie stehe, aber nach den Regeln, die wir dieser Challenge gegeben haben, ich trotzdem der Sieger bin.
heute. Ja. Obwohl ich, also, schön. Ich sehe auch, die Chats sind, das ehrt mich sehr, liebe Chat. Ich habe auch eine Umfrage bei mir gerade und du führst gerade mit 94%. Dann steht es ja nun 1-1. Dein letzter Charakter hat ja mich sehr getoppt. Ich muss auch zugeben, ich habe auch bewusst, ich muss ein bisschen nachlegen. Nur gierig reicht offensichtlich nicht, weil Pia ist so kreativ mit ihren Monstrositäten. Nächstes Mal wird spannend. Ja, ich glaube, nächstes Mal wird nicht so spannend werden. Wenn ich meinen Erben bekomme, dann wird das eher schüchtern, zufrieden, einsiedlerisch. Das wird eher sehr einsam und kurz und erbärmlich werden. Also, ich meine, das ist auch eine Form von schrecklich, aber anders. Ja, das stimmt. Ja, ja, scheiße. Ach, du hast das Kinder verbrannt dazwischen. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Ja, so ein paar einjährige Muslime, die im Kerker gelandet sind. Ach ja, dann, ja. Wie man das halt so macht, ne? Ja, ja. Ja, gut. Pia, es war mir wie immer ein Fest. Wir sehen uns Freitag wieder. Ja, ist gar nicht so lange. Ich freue mich schon. Richtig, wir haben extra diesmal, liebe Leute, für alle, die sich fragen, warum denn. Womit kommen wir denn zu diesem Fest zweimal Crusader Kings mit dem besten Strategieduo auf Twitch? Weil wir extra gesagt haben, wenn es bald Immortal Empires kommt, wollen wir in dieser Runde noch ein bisschen was gebacken kriegen davor. Und ich würde sagen, wir haben heute Sachen gebacken kriegen. Vor allem muslimische Kinder haben wir gebacken gekriegt. Ja, du, ich habe damit nichts gemacht. Ich bin unschuldig.